Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von FIFA 22 zu einer neuen Karriere. Und diesmal starten wir mit dem SV Darmstadt. Ja, wir haben einen Verein gefunden. Ich habe lang überlegt, habe so ein bisschen geschwankt zwischen zweiter, dritter Liga und dann zweite Liga. Ja, ist doch ein bisschen angenehmer, weil wir da eher was erreichen können. Dann haben wir mal geschaut, was es in der zweiten Liga so gibt. Dann, ja, Paderborn wäre eine Möglichkeit gewesen, der KSC wäre eine Möglichkeit gewesen, aber am Ende bin ich dann bei den Lilien hängen geblieben und das wird dann mein neuer Verein werden. Jetzt schauen wir uns einmal von Anfang an den Kader an. Die Aufstellung gefällt mir schon mal einigermaßen, obwohl wir vielleicht nicht mit zwei Defensiven spielen, sondern eher mit zwei Mittelfeldspielern. Und wir haben ein paar gute ZOM. Die werde ich dann auch gleich spielen lassen. Das heißt, ich werde eher irgendwas mit einem mit zwei Mittelfeldspielern und einem Zentraloffensiven dafür vielleicht einen Stürmer rausnehmen, weil wir, finde ich, nicht so gut besetzt sind auf der Stürmerposition. Dann haben wir da einiges zum Umstellen, sehe ich gerade. Also am besten wäre eine offensivere. Genau so, nur mit Mittelfeld. Nö. Genau so. Perfekt. Dann können wir mal Tietz in den Sturm stellen. Pfeiffer wird dann, ich glaube, eher größere Stimme, oder? Wenn ich mir jetzt nicht täusche. Jo. Okay, sind beide nicht gerade die kleinsten. Und Melem werden wir dann ins Mittelfeld stellen. Honsa kann man Flügel mit Goller, obwohl, vergleichen wir den mal mit. Okay. Dribbling ist besser. Defensive brauche ich am Flügel eher vorne, eher nicht. Passen ist, ja, die sind fast gleich. Also viel Unterschied ist da nicht bei den beiden Spielern. Die Verteidigung schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Vielleicht, dass wir ein paar loswerden. Dich werden wir umschulen. Wie schaut es defensiv aus? 65 ist jetzt nicht so berauschend. Ein paar Spieler werden wir verleihen oder verkaufen. Und wir brauchen einen Mittelfeldspieler. Wir haben ein bisschen ein Transferbudget. Ich glaube von 5 Millionen. 4,6 Millionen. Ist schon nicht schlecht. Und wenn ich so drüber schaue, wir brauchen nicht so viele neue Spieler. Da können wir vielleicht, schauen wir mal durch beim, wen brauche ich da gar nicht? Auf die Entwicklung. Okay, du bist erst 19, aber eigentlich spricht mir nichts so richtig an. Bei die genauso etwas 17. Okay, 17 können wir noch eher verleihen. 20 und 7. Na, das können wir gleich vergessen. Balance ist ja nicht schlecht. Alles andere ist eher traurig. Torhüter haben wir genug. Okay, Pfeiffer ist eh nur geliehen. Ja, dann
Und Golla ist auch nur geliehen. Okay. Noch wer? Nö, das war's. Dann werden wir auch ein paar umschulen, weil ich brauche ja keine ZDMs mit meiner Aufstellung. Kannst du auch Innenverteidiger? Ja. Und du genauso. Perfekt. Sind beide nicht so schlecht. ZOM sind wir gut aufgestellt. Wir sind eigentlich. Also ich bin wirklich beeindruckt. Wir haben eine gute Mannschaft. Wir sind überall doppelt aufgestellt. Oder warte mal. Ich glaube, Rechtsverteidiger brauchen wir noch. Ja. Links haben wir zwei. In der Mitte haben wir. Der wird verkauft. Ich werde mal auch verkaufen. Dann haben wir zwei und zwei, die jetzt umgeschult werden. Und rechts haben wir auch zwei. Zwei richtig gut endlich. Links passt auch. Ja, Mittelfeld. Zentrales Mittelfeld ist das Problem. Da braucht man mindestens zwei. Wenn nicht drei. Drei wären fast besser. Offensives Mittelfeld passt auch mit zweien. Die zwei sind ja auch am verkauft werden. Rechts passt mir auch. Und Sturm sowieso. Perfekt. So, dann schauen wir mal unsere Jugendspieler an. Da haben wir ja auch ein paar. Boah, sind die schlecht. Der geht noch. Die anderen können wir freigeben. Danke. So, du bist schnell schon einmal. Du hast doch Potenzial. Kannst du... Effe, okay. Schusskraft ist ganz schlecht. Flanken ist schlecht. Weitschüsse sind schlecht, Ballkontrolle ist schlecht. Er ist halt schnell. Alles andere. Nö. Ich glaube, das wird nichts. Gehen wir auch ihn frei. Und dann sagen wir mal unseren Scouts, was wir brauchen. So, du bist in Deutschland, Frankreich und. Nehmen wir Österreich. Ich hätte aber gern wieder auch, das habe ich schon bei FIFA 21 gehabt, bei Nürnberg, dass ich nur Spieler mit österreichisch, deutscher oder Schweizer Nationalität verpflichtet habe. Das könnt ihr jetzt auch wieder machen. So, ich brauche keinen Spieler über 26. Position, zentrales Mittelfeld. Attribute, was soll das sein? Stammspielerqualität. Ein Spielmacher nicht unbedingt. Großweltklasse, nö. Einfach nur Stammspielerqualität und zentrales Mittelfeld. Und vielversprechende. Junge Spieler, egal welche Position. Höchstens 21. Da haben wir sogar schon welche. Nürnberger, aber den können wir uns nicht leisten. Den hätte ich echt gern. Kein Zombie. Boah. Ja. Werden wir mal alle beobachten. Da sind auch welche. Das sind die vielversprechenden. Können wir uns anschauen. Den können wir uns ja nie leisten. Kanonos.
Okay, schauen wir uns an. Rechts. Treu. Aber Verteidigung bin ich eigentlich eh nicht schlecht aufgestellt. Ja. Schauen wir sie uns halt an. Ein Stürmer von Schalke. Okay. Passt. Dann. Du kannst es ja gar nicht. Kann irgendwer im Mittel. Ja, du kannst im Mittelfeld spielen. Wir haben jetzt halt dann wirklich viele Innenverteidiger. Bleibt uns derweil nichts anderes übrig wahrscheinlich. Dann nehmen wir einen noch über links mit. Brauchen wir noch wen mit? Du bist doch. Da haben wir sogar einen. Der ist auch halbwegs zu gebrauchen. Aber mehr auch nicht, also so halbwegs halt. Wenn ich aber so durchschaue, wir haben eine extrem alte Mannschaft. Da haben wir einen 21-Jährigen. 30, 24 geht noch, 27 ist mir schon zu alt, 23 ist auch noch jung. 32, ja, der ist nur geliehen. 23, ja. So einen ganz jungen haben wir nicht dran. 23, 24. Okay, das mit ganz alt nehme ich ja mal zurück. So schlimm ist jetzt auch nicht. 24, 21, 24, ja. Es geht eigentlich. Wie werden wir es denn angehen? Defensiv, Druck nach Fehlern. Und ein bisschen höher stehen. Auch ein bisschen breiter. So ungefähr. Schneller Aufbau. Chancenerarbeitung. Lauf in die Spitze finde ich schon mal nicht so schlecht. Jetzt werden wir auch ziemlich breit spielen. So passt mir das eigentlich. Und dann schauen wir mal, wie es uns gleich in der ersten Partie geht. Gegen wen spielen wir eigentlich? Ich habe gleich irgendein Anfangs. Ausgesucht, okay. Also einmal gegen einen Schweizer Verein, gegen einen niederländischen Verein und nochmal gegen einen niederländischen Verein. Und das erste Ligaspiel haben wir gleich gegen Regensburg. Wird glaube ich nicht so leicht werden. Aber jetzt schauen wir uns zuerst einmal den Anfangscup an oder zumindest einmal das erste Spiel. So, dann können wir es angehen, hätte ich gesagt. Erstes Spiel werden wir selbst spielen, dass ich so ein bisschen weiß, wie die Mannschaft ist. Vielleicht braucht man noch einen Stürmer. Muss ich schon, wie es Er läuft. geht siegesicher in dieses Trainerdebüt. Wird ihm heute zum Einstand ein Sieg gelingen? Wir Boah, zeigen es also, Ihnen ich live habe echt, ich bei glaube, eine Sky Viertelstunde mit Sports. dem Editor verbracht. Hallo, liebe Zuschauer, ich Besser begrüße wird's Sie nicht. sehr Wirklich herzlich nicht. zu diesem heutigen Spiel. Rolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren und wir übertragen Ihnen eine Partie am ersten Spieltag dieses Vorbereitungsturniers und zwar Dann vom schauen wir es uns an. European International Cup. Klingt nach einer unheimlich spannenden Partie, Buschmann. Sichere Beute für den Keeper. Hey, das ist schwach. Zu früh Schön. kommt nicht an. Viel Übersicht bei diesem Pass. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Das war nix. Könnte gefährlich werden. Was war Konter denn das für ein durchsetzen. Schuss? Die Präzision nicht. Ja, und Das jetzt war geht ein der Schuss Ball auf ihn zurück. eigentlich. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Welche Power?
Haben die gesehen, was daraus geworden ist? Dem Schuss hat es genau an Power gefehlt und an Präzision. Also eigentlich an allem. Unbedingt, da sieht man dann auch den Stellenwert. Schön, dass wir vor der Saison schon so tolle Spiele sehen dürfen. Ball wieder zurück. Schießt er ihn rein. Ball, gute Chance. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Ball, wie er besser. Okay. Erster Schuss aufs Tor, gleich das Gegentor kassiert. Das war weniger berauschend. Das muss ich mir nochmal anschauen. Also eigentlich schön geblockt und dann... Der war jetzt aber nicht so unhaltbar. Hat es nicht geheißen, die Torhüter werden so enorm verbessert? Tja. Würde ich auch gern sehen. Wenn der nicht haltbar war, dann weiß er nicht weiter. Jetzt kommt die Flanke rein. Es gibt hier die Ecke. Jetzt die Ecke. Boah, kein Tor, was für Kopfball. Geil, ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen's, der Ball geht am Ende knapp daneben. Schön. Also was so Abfangen betrifft. Das Interesse natürlich unheimlich groß. Wie macht sich denn der neue Mann? Schaut's nicht schlecht aus. Und da ist der Ausgleich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Wie dieses Tor entstanden ist. Erst die Flanke und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er nicht. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Kommen wir da jetzt irgendwie durch? Irgendwie schaffen wir schon. Fabian Schnellart. Holland. Ich glaube, auf Melem können wir schon mal ziemlich bauen. Der taugt mir extrem. Jetzt schon. Und direkt zurückgespielt. Da kommt die Flanke. Schlechte Flanke. Und Fall auch noch. Super. Doppelt gemoppelt. Ach, komm. Schwacher Ballverlust. Ja, schneller Konter funktioniert nicht so ganz. Vor allem nicht so. Kein Abseits. Interessant. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Sie können den Pass unterbinden. Schwache Flanke. Ey, ey, ey. Gefährlich. Jetzt die Chance. Super gemacht. Mit einem Held. Den hat er. Was denn, der hat jetzt schon wieder ein schlechtes Gefühl gehabt. Hab schon gedacht, okay, der ist jetzt wieder drin. Ja, vorne stehen zu wenig. Lauf, komm. Was war denn das jetzt wieder? Ach du meine Güte. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alle. Also wir haben Chancen. Ob sie jetzt gut sind, aber wir kommen zumindest zu Chancen. Und jetzt geht's hier weiter. Und hinten stehen wir jetzt auch nicht schlecht, bis auf das Gegenteil, das war halt, ja. War ein Gegenteil. Machen Sie gut da im Aufbau.
So, gerade eben schön. Verhindern Sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Was ist denn das jetzt? Gut. Bitte was? Warum? Das könnte eine entscheidende Szene dieses Spiels gewesen sein. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich direkt. Ja. Passt. Okay, sein Elfmeter macht mir nichts. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang gebogen hat. Na, er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Ah, das sah also gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ich glaube, das muss ich dann doch nachher noch umstellen. Mir gehen da zu viele in Strafraum. Ich habe das ja noch extra raufgedreht, aber so viel sollen da auch nicht drin stehen. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Oh, ich dachte die mal mehr in dieser Szene. Aber jetzt hat sie den Ball verloren. Klasse, wie er das schön macht, holt sich den Ball. Ach, was war denn das jetzt? Mein Gott, na. Das war ja fürchterlich. Sie verlieren hier den Ball. Ja, das war nicht viel besser. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Volley genommen. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Bist du des Wahnsinns? Was ist denn los? Fehlpässe können wir. Das war schon gemerkt. Ah, geh bitte. Das muss man jetzt nochmal anschauen, weil das war für mich schon wieder so. Ja, okay, der hat wenigstens mehr Power gehabt. Der kann schon nochmal reingehen. Das war nix. Jetzt liegt hier am Ball. Ball läuft gut. Sehen wir hier auch. Und das ist ja immer wieder der Fall heute. Ja, machen Sie klasse. Ist ganz sicher eine Ihrer großen Stärken. Melem. Jetzt kann die Flagge kommen. Sehr schön. Ach komm. Kein guter Kopfball, aus der Szene müssen sie mehr machen. Jo. Die Nummer 9, Philipp Tietz. Neues Spiel, die Nummer 40, Erik Berkow. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. So ganz fasziniert bin ich von der Mannschaft nicht. Kommt vielleicht noch, aber... Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Da ist die Flanke ins Zentrum. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Kein Foul. Da kommt er an den Ball. Hier ist noch alles. Und ein verletzter Spieler. Sehr gut. Den da rennt's nicht wirklich. Ach, komm. Du kannst auch auf rechts. Okay. Achso, haben wir eh einen mit. Dann wechseln wir jetzt nochmal komplett durch die letzten 10 Minuten. Zumindest alles, was wir mit haben. Präzision gefällt bei okay. Gibt Einwurf. Au, da muss er wohl runter. Sieht mir nicht nach einer schwereren Verletzung aus, Buschi. Nee, ich glaube, das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Gute Chance. Und ein weiteres Tor. Und auch das geht in Ordnung. Das war schön gespielt. Hm.
Passpräzision können wir. Es war echt kein gutes Spiel. Okay. Also, Mittelfeld müssen wir verstärken. Sturm, wahrscheinlich auch. Alles andere, ja, müssen wir uns dann noch anschauen. Das werde ich nur gleich, bevor ich es vergesse. Wir können es auch mit direkten Pässen versuchen. So. Okay. Haben wir da. Da haben wir schon neu. Die schauen wir uns dann aber im nächsten Part erst an. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung, deinen Kommentar da. Abo hilft uns natürlich auch immer. Und schaltet es in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin. Ciao.